Ja, hallo liebe Leute, hier ist wieder euer Thomas Müller-Gütersloh. Ich wollte euch mal heute davon berichten, was ich jetzt geändert habe wegen der Crypto.com-Änderungen. Da gab es ja ein paar Anpassungen wegen dem Cashback. Und zwar habe ich ja noch den alten Vertrag mit der grünen Karte bekommen. Und dieser Vertrag, der gilt im Endeffekt jetzt noch ein halbes Jahr und da habe ich 3% Cashback bei meinen Einkäufen. Da wollte ich ja im Endeffekt mein Essensgeld für jeden Monat auch drauf buchen und dann halt mit dieser Karte dann überall bezahlen und dann 3% Cashback generieren. Ja, aber leider hat Crypto.com das dann praktisch jetzt geändert und das gilt halt wirklich nur noch für meine Vertragslaufzeit und danach sind es nur noch 1,5% Cashback. Ich habe mich deswegen etwas informiert, auch in meiner Mastermind-Gruppe und ein Mitglied dieser Gruppe hat mir dann Plutus empfohlen, diese neue Karte. Plutus im Endeffekt ist das ähnlich wie Crypto.com auch eine Börse und diese, also eine Krypto-Börse und diese Börse hat auch diverse Karten im Angebot und ich habe mir heute dann auch dort eine Karte bestellt und mich verifiziert. Und dort gibt es dann von 3 bis 8% Cashback, je nachdem, welche Karte man dort ordert. Ich habe jetzt erstmal die Standardkarte geordert mit den 3% Cashback und ich werde euch auch davon berichten. Das war mir halt noch ganz wichtig, weil mich das schon so ein bisschen geärgert hat. Ich war da schon sehr begeistert von dieser Crypto.com-Geschichte. Jetzt sehe ich das ein bisschen mit ja, gespaltenen Geschichten, aber ich werde das auf jeden Fall weiterverfolgen und euch dann auch Bericht erstatten. Ja, damit das Ganze nicht wieder so stark passiert und ich halt beide Karten dann auch mit dem Cashback nutzen kann, also praktisch die Crypto.com-Karte und die neue Plutus-Karte, habe ich mir jetzt bei Curved noch eine Karte bestellt. Und diese Curved-Karte vereint praktisch alle meine Kreditkarten, die ich habe. Also ich kann die dann verifizieren und dann kann ich praktisch mit dieser Curved-App beziehungsweise über Google Pay beziehungsweise über die neue Kreditkarte der Curved-App dann alle anderen Kreditkarten abdecken, weil wir haben ja Debit-Kreditkarten. Das bedeutet, das sind Karten, die ihr aufladen müsst. Also ein Dauerauftrag auf die Karte, auf das Konto praktisch. Und die Karte ist dann aufgeladen und ihr könnt dann euer Essen einkaufen oder halt Tank bezahlen und so weiter und bekommt dann 3% Cashback. Ja, und da benötige ich praktisch dann nur noch eine Karte dafür und kann dann switchen, falls das Kontingent bei der einen oder anderen Karte für den Monat dann aufgebraucht ist. Also da gibt es halt verschiedene Kontingente. Bei Plutus weiß ich das jetzt noch nicht ganz genau. Bei Crypto.com ist es so, bei der grünen Karte ist das halt bis 50 € im Monat Cashback gedeckelt und bei den günstigeren oder kostenlosen Karten, also die blaue und die rote Karte, sind es dann 25 € im Monat, wo das Cashback dann gedeckelt ist. Und dann switcht man halt um auf Plutus oder man nimmt erst Plutus und dann die andere Karte. Und ich werde jetzt erstmal versuchen, dann mein monatliches Geld auf beide Karten dann draufzuladen und dann praktisch über die Curved-Karte immer bezahlen. In Anschluss an dieses Video werde ich dann nochmal in meinen WhatsApp-Status posten und dann nochmal einen Link für die Curved-Karte auch setzen, wo ihr dann auch einen 5 Pfund, also dieses britische Pfund, im Endeffekt Gutschein bekommt, wenn ihr diesen Link nutzt für eure Bestellung der Curved-Karte. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel oder zu schnell das Ganze. Sind sehr viele Sachen, aber ich denke, das ist die Zukunft des Bezahlens, dass wir immer weiter in diese Krypto-Geschichte reingehen und das Ganze dann auch mit dem Hier und Jetzt und auch dem normalen Leben verbinden. Und ja, ich werde das auf jeden Fall weiter ausbauen, damit man sich jetzt schon dran gewöhnt, weil es sind natürlich sehr viele Neuerungen, die man da auch kennenlernen muss. Und ich möchte natürlich immer aufgeschlossen sein zu neuen Dingen. Und das würde ich euch auch anraten, wenn ich das darf, auch immer neue Dinge auszuprobieren und zu gucken, geht das oder geht das nicht. Und man kann das Risiko für sich ja immer selber abstecken und dann halt durch das Geld halt begrenzen, was man da reinsteckt. Ja, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann bitte immer einen Daumen hoch setzen bei mir und natürlich das Abonnieren nicht vergessen.